Auf drei. Drei, eins, zwei. Hey Leute, was geht? Hier sind Kevin und Nico von Eskimo Callboy. Ihr mögt uns einzeln kennen vielleicht, aber zusammen noch nicht. Und deswegen sind wir hier. Deswegen viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Tattoo. Also ich bin ja eher für Piercings, ne? Wenn man das sieht, ich hatte früher mal eins, aber dann hat mir die Band verboten. Sag mal, wenn da läuft, das ist eigentlich immer am Klimpern. Ja. Ne? Britney. Alter, wir sind uns nicht ganz einig, Christina, und ich kann dir genau sagen, warum. Im Dirty, und da ist sie in ihren Chaps so lassiv runtergegangen, aber da ist aber bei mir das erste Schama gesprossen, ja, damals. Wie hieß er? Toxic, glaube ich, ne? Hieß ja, der? Ja. Mach den jetzt an und ich tanze wie ein Flittchen, ich sage dir. Ja. Wirklich, sofort. Das will ich gleich sehen. Okay, können wir uns drauf einigen. Ja. Ne? Sind beide geil, sind beide geil, Freunde, aber ich sag mal, Britney hatte das Motorrad. Und macht das Rennen. Auf drei. Drei, eins, zwei. Pfannkuchen. Waffeln. Schön mit dem lecker Eierlikör dabei. Pfannkuchen, kannst du mal einen Schnitzel drauflegen, wenn du da Bock drauf hast. So ein Waffel, was machst du denn da? Da kannst du Puderzucker oder ein bisschen Soße oder so, da ist doch vorbei. Ich mache mir schon mal einen Schinken drauf. So. Eine schöne Scheibe Hinterkochschinken. Ne? Geld ausgeben. Ist halt einfach auch geiler. Und ich glaube auch, dass man das gehört ein bisschen, wozu soll man Geld horten? Man muss sich eine gute Grundlage schaffen, aber man sollte auch. Mal jetzt sei mal ein bisschen Vorbild. Immer. Ja, komm, ja. Immer an alle Kiddies da draußen. Ne? Überlegt euch da. Lest euch ein bisschen mal auf Seite. Ja. Ihr werdet keine Rente kriegen. Ihr werdet einfach verloren sein. Kein Pfennig. Weil Leute wie wir für eure Rente arbeiten, da solltet ihr euch über darüber Gedanken machen. Boah, geil. Es kommt drauf an, was du suchst. Gar, ne? Nicht, gar nicht schlecht, die Frage, finde ich. Aber ich gehe mit Flohmarkt. Ich mag das nicht, wenn ich nur in so Tippelschritten laufen kann und boah, da mal gucken, hier mal gucken. Flohmarkt finde ich geiler. Ich kann es auch schön so an weghandeln. Ja, oder so. Nein! 50 Cent, du geilst, finde ich mehr! Oh, was? Ja, ich kaufe auch gerne so alte Retro-Konsolen, Nintendo und so ein Kram halt, ne? Und da kriegst du da immer gut. Oh. Immer hast du Tetris? Marvel, Alter. Ja, sorry, ne. DC. Alter, hab ich noch nie erlebt, dass einer DC sagt. Ich sag dir warum. Erklär's mir. Sag ich dir. Marvel ist in fast allen Fällen, ich hoffe, da sind ein paar von euch bei mir, sind immer so auf ultra lustig gemacht, ja. Das muss ja immer richtig schön lustig sein. Hast du ja noch so einen Hemsworth die ganze Zeit rumrennen da und so einen anderen da. Und ich finde tatsächlich, ich mag die düstere Schiene lieber. Und wenn es DC nicht geben würde, wären Filme wie The Dark Knight niemals auf den Markt gekommen. Und deswegen bin ich für DC. So. Das Einzige, was düster ist, jetzt sind deine Zukunftsaussichten, Junge. Und dein Arsch. Ah. Oh, ja, da müssen wir jetzt den Daniel haben. Ne? Der holt sich immer den guten Trader Joes aus dem Aldi und der nimmt immer Pfirsich. Und ich muss sagen, ich mag auch Pfirsich, aber einfach allein, weil. Da habt ihr die Antwort. Aber du hast da auch hell drin, ne? Ja, aber so ein Pfirsich verläuft ja auch. Und ihr müsst das mal zu Hause ausprobieren. Sagt mal Pfirsich, das ist so Pfirsich. Mit your mother. Da bin ich auch dabei. Ich habe jetzt gehofft, dass du das sagst, weil Friends habe ich auch noch nie so wirklich vehement geguckt. Ich habe es geguckt, es war geil, aber How I Met Your Mother hat das auf so vielen Ebenen getoppt irgendwie. Allein Barney Stinson ist für mich persönlich irgendwie ein Gott. Ja. Also wirklich. Punkt. Mexikaner. Ja. Weil das ist das Geile, weil da hast du zweimal was von. Genau, und der macht dich auch satt, dass wenn du mal weniger Cola hast oder so, kaufst du Mexikaner und das ist wie eine Suppe ein bisschen. Und hast halt auch gesoffen. Und es schmeckt tatsächlich, man kann den geil selber machen. Und Vitamine sind da drin, habe ich gehört. Vitamine auch. Nee, und man kann den auch selber machen und der schmeckt immer anders und der ist, ich mag Mexikaner sehr. Ja, ich bin auch kein Pfefferminztyp so. Und auch kein Berlin-Typ. Könnt ihr jetzt einen trinken, ja? Ja, genau.